Tobi Schweinsteiger steht bei uns vor der Partie in Fürth. Tobi, die 0-2-Niederlage war, glaube ich, relativ schwer abzuschütteln. Wie hast du oder wie habt ihr es geschafft, die Köpfe wieder hochzubekommen? Ja, hängt schon noch nach, muss man schon sagen, ist weiterhin ein scheiß Gefühl. Und trotzdem haben wir jetzt die Woche versucht, uns auf Fürth vorzubereiten. Glaube ich, haben das auch ganz ordentlich gemacht. Dass die Stimmung jetzt nicht so optimistisch ist, wie vielleicht vor dem Wiesbaden-Spiel, ist auch klar. Aber wir fahren dahin, um das Maximum rauszuholen. Und das Maximum heißt, 3 Punkte zu holen. Eule Bermann steht bei uns vor der Auswärtspartie in Fürth. Eule, wie war die Stimmung nach der, glaube ich, sehr bitteren 0-2-Niederlage? Ja, natürlich nicht gut. Wir waren unzufrieden, das Publikum war unzufrieden. Und ja, war ein gebrauchter Samstag. Und ja, da müssen wir uns jetzt rauskämpfen und am Freitag eine deutlich bessere Leistung bringen. Fürth ist ein etablierter Zweitligist. Auf was müsst ihr euch einstellen? Genau, wie du sagst, eine richtig gute Mannschaft, ja, die gespickt mit Erfahrung ist, da noch ein paar junge Spieler dabei hat, die ja, einen guten Fußball spielen, die vielleicht auch ein bisschen zu wenig Punkte haben für ihre Leistungen. Und ja, da werden wir uns einstellen müssen auf viel Gegenpressing, viel hohes Pressing, auf viele Situationen, wo sie vielleicht ins 1 gegen 1 durchschieben. Aber auch fußballerische Qualität mit Rigotta und Green hinter den Spitzen, das ist schon oberes Zweitliganiveau. Und ja, das ist für uns eine Aufgabe und der werden wir uns stellen. Fürth, eine Mannschaft, die, glaube ich, ein bisschen wenig gepunktet hat für ihre Leistung. Was erwartet euch da? Ja, ein schweres Auswärtsspiel. Fürth wird jetzt nach der Niederlage in Hamburg zu Hause unbedingt gewinnen wollen. Das ist eine Mannschaft mit einer guten Qualität, mit einer guten Fitness. Und da müssen wir von Anfang an dagegen halten. Vielleicht da aber die Chance, dass der Druck ein bisschen beim Gegner liegt und ihr ein bisschen befreiter ausspielen könnt als jetzt in einem Samstagsspiel gegen Wiesbaden, wo ja, glaube ich, einfach die Erwartungshaltung sicherlich auch von euch, aber auch von außen war, da müssen jetzt 3 Punkte her. Ja klar, aber wir haben trotzdem die Erwartungshaltung, dass auch an uns selber, dass wir jetzt in Fürth was mitnehmen wollen. Und klar, es ist ein Auswärtsspiel, die Fürther werden auch den Ball ja, viel haben wollen und von daher, vielleicht liegt uns das ein bisschen besser, aber nichtsdestotrotz müssen wir schon fokussiert dahin fahren und dann eine gute Leistung abliefern, damit wir was mitnehmen. Wie wichtig ist es vielleicht auch noch, gerade zu Beginn ein paar erfolgreiche Situationen zu haben, vielleicht, dass man wieder ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen kann, oder glaubst du geeignet, dass es am Selbstbewusstsein scheitern könnte? Sicherlich helfen dir positive Szenen oder positive Aktionen, aber dafür sind wir hauptverantwortlich dafür. Das muss ja nicht immer dann eine riesen Torschuss sein, das kann auch mal ein gewonnener Zweikampf sein, das kann eine Balleroberung sein, das kann auch mal ein 1-gegen-1-Duell, wo ich verhindere, dass der Gegenspieler mir vorbeikommt, das kann eine geblockte Flanke sein. Und an dem müssen wir uns hochziehen, ja, und da werden wir ins Spiel reinfinden, definitiv. Und hoffe, dass wir besser reinfinden als gegen Wiesbaden, schneller reinfinden und dass wir dann über diese positiven Emotionen dann auch unsere Gier weiterhin haben, um die Punkte einzufahren, Tore zu schießen und auch alles zu verhindern. Wie fit fühlst du dich? Also du hast jetzt 90 Minuten gespielt. Bei wie viel Prozent bist du? Schwierig zu sagen im Prozent. Klar, 90 Minuten, die Tage danach waren schon ein bisschen zäh, aber ja, grundsätzlich fühle ich mich gut. Klar, noch nicht bei 100%, was du gesagt hast. Wo genau, weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja, so jetzt gilt es einfach für mich, dass ich weiter fit werde und ja, dann auch vernünftige Leistung bringe. Du hast gesagt, dass du davon überzeugt bist, auch nachher, dass der Matchplan der richtige war, vielleicht aber nicht richtig von den Jungs auch angewendet wurde. Spricht das vielleicht dafür, dass es zu mehreren Wechseln in der Startelf kommen könnte, oder hat das keine Ahnung? Das hat damit jetzt nichts zu tun. Wir schauen, was ist die beste Formation gegen Fürth, wer sind die Jungs, die gut drauf sind, ja? Wer kann uns auch konstant auf den Platz geben, ja? Und wer bringt auch Stärken mit, um Fürth weh zu tun. Und da werden wir versuchen, hoffentlich wieder die besten 11 zu finden. Dabei helfen aber sicherlich ja auch solche Einsatzzeiten, wie du die am Samstag gehabt hast. Also der Trainer hat ja auch gesagt, dass er dir auch einfach die Spielpraxis geben muss. Ja klar, definitiv. Training ist das eine, Spielen ist das andere. Und von daher war das jetzt für mich ein erster guter Schritt in die richtige Richtung. Und da muss ich halt jetzt dranbleiben. Du hattest den Blick von außen so ein bisschen, auch wenn du immer nah beim Team warst, auch glaube ich viele Trainingseinheiten gesehen hast. Aber ist ja dann doch, glaube ich, noch was anderes, wenn man auf dem Platz mitsteht, jetzt auch bei den Spielen auf dem Platz mit ist, in der Kabine mit ist. Wie nimmst du die Mannschaft generell wahr? Ist es eine Mannschaft, die jetzt schon über die Niederlagen auch ein bisschen geschwächt ist, oder lebt das Team?
klar lebt das Team, das lebt auf jeden Fall. Und es sind auch alle mit sich selber unzufrieden gewesen. Das hat man auch gemerkt, die Tage danach, dass das schon in den Köpfen bei den Jungs drin war. Dass das, ja, dass man das nicht einfach so mal eben kurz abschüttelt, weil wir uns halt unfassbar viel vorgenommen haben für den Samstag und wir es einfach nicht aufs Parkett gebracht haben. Und das ist extrem ärgerlich und das wurmt die ganzen Jungs, das wurmt jeden Einzelnen und ja, alle sind gewillt, das jetzt am Wochenende besser zu machen. Das Personal ist wie immer ein Thema. Baschi war zuletzt ausgefallen. Ich glaube, bisher auch nur individuell trainiert, wird wahrscheinlich für Freitag knapp. Genau, Baschi wird ausfallen und ansonsten haben wir alle dabei. Alles klar, dann drücken wir die Daumen, Tobi, und genau, sehen uns am Freitag. Alles klar, ciao. Ciao.